Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Es geht natürlich weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin und wir machen einen großen Elo-Sprung. Wir befinden uns jetzt im Bereich 13 bis 1400 Elo. Unser erster Kandidat heute, der Jason hier mit 1362, also auch ziemlich hoch in diesem Bereich verankert. Und ja, in diesem Bereich kommt einiges des Neues auf uns zu. Vor allem werde ich erwarten, dass oder erwarte ich, dass ich in diesem Bereich durchaus bei Niederlagen einstecken werde. Also dass jetzt so langsam wieder der Sache einfach ein bisschen näher kommen, sodass ich nicht mehr so wirklich im Vorteil bin. Von daher fallen auch so die letzten paar Hürden oder Sachen, die ich noch nicht drangenommen habe, jetzt so langsam. Und zwar werden wir einige Strategien einbauen, die zuvor quasi übersprungen wurden oder Einfachheit halber. Also bislang habe ich ja nur entweder Bogenschützen direkt gespielt, direkt Scouts gespielt, auf der geschlossenen Karte eben geboomt oder auf Wasserkarten eben den Standard Wasserrush gespielt. Auf den Standard Landkarten wie Arabien eben, wo es ein bisschen offener zugeht, werde ich jetzt statt den direkten Bogenschützen davor noch einen Rush spielen, also einen Dark Age Rush mit Milizen, wenn es sich anbietet. Also ich werde das jetzt, glaube ich, ziemlich safe schon im ersten Spiel machen, relativ unabhängig davon, was ich so kriege, weil das quasi jetzt die neue Strategie ist und auf geschlossenen Karten werde ich auch ein bisschen aggressiver spielen. Aber das machen wir dann, wenn es dazu kommt. Ansonsten, was habe ich noch aufgeschrieben, will ich natürlich da die Milizen mit reinkommen, auch das Micro mit den Milizen ein bisschen zeigen, dann auch gegen Milizen, da wir die auch wieder immer öfter jetzt sehen werden, Quick Walls machen, also nicht mehr nur diese Vormauern, diese vorgebauten kleinen geschützten Gehege um die Ressourcen rum, sondern auch mal das Ganze in der Schnellform, also wenn die Gegner gerade ankommen, dass man das ganz schnell aufbaut und ein paar kleinere Micro-Tricks, falls es sich sonst noch anbietet. Ansonsten will ich, falls es ins Late Game geht, auch ein bisschen das Ausbreiten auf der Karte ein bisschen mehr behandeln. Das erwarte ich jetzt zumindest, dass es ein bisschen relevanter werden wird in diesem Bereich. So, ich hoffe, ich habe damit alles gesagt. Das, was jetzt quietscht hier, ist der Greifarm von meinem Mikrofon. Das ist nicht mein Stuhl. Das ist die erste Aufnahme mit dem neuen, nicht quietschenden Stuhl. Was ich aber brauche und was ich gerade nicht finde, ist da, die Völkerauswahl. So. Ich gucke gerade nochmal durch. Ich glaube, es sind alle raus, die ich schon hatte. Ansonsten ist es ja nicht so schlimm, wenn irgendwas doppelt ist. Ich will es ja eigentlich nur versuchen zu vermeiden. Die Malier spielen wir heute. Mit denen ist der Rush auf jeden Fall auch eine sehr gute Option. Da freue ich mich. Das wird ganz gut. Jetzt muss ich nur den richtigen wegklicken. So, da ist er doch. Malier brauchen wir. Da sind wir. Okay. Dann wünsche ich ihm Good Luck, have fun. Und check nochmal, ob meine Aufnahme richtig läuft. Tut sie. Gegen die Franken spielen wir, alles klar. Also höchstwahrscheinlich ein Scout Rush von ihm. So, und alles, was noch vielleicht halbwegs Zurückhaltung in den letzten Bereichen noch von mir war, fällt jetzt. Also ich spiele auf jeden Fall genauso schnell, wie ich es auch normalerweise tun würde. Das Einzige, was ich noch nicht mache und erst quasi im letzten Abschnitt dieser Videoreihe dann behandeln werde, ist, glaube ich, noch wirklich die ganz advanced Strategien, die ich selber auch nicht so, so oft benutze oder von denen ich glaube, dass man sie auf der Stufe auch nicht unbedingt können muss. Aber ich glaube, dass man auf der Stufe hier auf jeden Fall schon den Rush jetzt machen kann, erwarten kann. Und deshalb spielen wir den ab jetzt selber. Mit dem Rush baut man in der dunklen Zeit halt ungefähr bei 16, 17 Populationen rum. Oder 16 bis 18, vielleicht können wir es ein bisschen drüber fassen. Eine Kaserne, um dann insgesamt drei Milizen zur anderen Seite zu schicken. Warum drei Milizen? Man startet ja mit insgesamt 50 Gold oder 100 Gold plus den, also wenn man den Webstuhl entwickelt hat, dann hat man noch 50. Deshalb muss man da eher mit 50 rechnen. Den Webstuhl braucht man ja unbedingt. Irgendwann. Daher rechnet man quasi mit 50 Gold. Eine Miliz kostet 20. Das heißt, wenn man sein ganzes Gold ausgibt, bleibt man mit, hat man zwei Milizen gemacht und es bleiben noch 10 Gold. Und deshalb macht man das traditionellerweise so, dass man noch einmal 10 Gold in einem einzigen Trip, sage ich mal, abholen geht mit einem Dorfwohner, um dann noch eine zusätzliche dritte Miliz eben ausbilden zu können. Also dieser Ausflug hier. So, ich habe die Schafe hier hinten, muss ich jetzt tatsächlich mit dem Scout natürlich einsammeln gehen. Was hilft uns mit den Maliern hierbei? Sehr gut, dass die natürlich Holz bei ihren Gebäuden sparen. Das heißt, ich werde die Kaserne wahrscheinlich sehr schnell bauen können. Ich glaube, hier sind sogar alle vier Schafe, weil die relativ weit auseinander sind, die beiden hier. Und mit dem Drush, mit den Milizen, können wir uns eben viel Zeit erkaufen, um entweder noch erstmal unsere
Basis ein bisschen abzumauern und grundsätzlich können wir dann ein bisschen später auch in die Vorleihzeit gehen, da wir dann haben wir halt eine bessere Wirtschaft quasi. Also gibt es viele Vorteile. Gegen eine schnelle Scout Rush Ziff ist es auch gar nicht so schlecht. Da kann man auch die Man at Arms natürlich machen, den Schwertkämpfer Rush. Den mache ich aber tatsächlich, glaube ich, erstmal noch nicht. Der kommt dann im letzten Abschnitt quasi dieser Reihe. Denn der schnelle Scout Rush der Franken, also die sind der wird ja wirklich hervorragend aufgestellt für so einen schnellen Scout Rush. Den kann man halt nur schwer abwehren, wenn man einen Volk hat, das langsamer ist. Also man hat da auf jeden Fall, also man kann es natürlich abwehren, aber es ist nicht einfach. Und wir können es mit den Milizen so ein bisschen Zeit kaufen, beziehungsweise ihm so ein bisschen die Initiative nehmen, sodass er sich erstmal um die Milizen kümmern muss. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass er Scouts spielen wird. Das ist ja relativ typisch für einen Franken, wobei ich auch nicht weiß, ob er das Volk sich jetzt ausgesucht hat oder selber auf Zufall gespielt hat. Das habe ich ihm ganz überlassen, wie es gewohnt sind. Er ist schon mit seinem Scout hier. So, mit dem nächsten möchte ich auch, glaube ich, schon meine Kaserne bauen. Er ist jetzt aber mit dem Scout schon in der Nähe, das heißt, er wird das wahrscheinlich sehen. Oh, Missklick. Ganz wichtig ist natürlich, dass ich ihn finde. Ja, das war jetzt nicht gut. Der hätte natürlich woanders landen müssen, aber gut. Hier ist er, glaube ich. Sieht verdächtig. Ja, da ist er. Wunderbar. Dann hole ich mir jetzt mein Gold ab. Danach. Ah, die Kaserne hätte ich auch anders platzieren können, aber ist jetzt wie es ist. Er hat schon relativ viele Punkte. Es kann durch Scouting kommen. Kann aber auch sein, dass er auch ein. Ja, er hat seine Mühle schon. Also, ich glaube nicht, dass er einen schnelleren Dodge gespielt hat als ich. Oder spielen möchte. Ich glaube, das hohe Score kommt durch Scouting hauptsächlich. Jetzt wird er die Kaserne scouten. Und ich bin ins Dorfzentrum gerannt. Das ist natürlich parallel eine wunderbare Errungenschaft. Und er weiß jetzt wahrscheinlich Bescheid. Aber schauen wir mal. Natürlich für mich extrem blöd jetzt. Das ist mir, glaube ich, auch schon recht oft passiert in der Reihe, ne? Ich denke schon. So, er ist jetzt aber natürlich absolut gewarnt. Bin mal gespannt, ob er bereits mauert jetzt dagegen. Oh, ich habe noch ein Schaf hier hinten, das ich nicht gesehen habe. Das ist. Soll natürlich auch noch hier aufgebraucht werden. So, wir können uns jetzt ein bisschen natürlich auf die Milizen konzentrieren. Ich habe die in der Boxformation und im Stehenbleiben-Modus. Dadurch sind sie am effizientesten. Damit können sie am ehesten zusammen Einheiten angreifen, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen. Mal gespannt. Wahrscheinlich schon. Ne, noch nichts. Okay, schauen wir mal. So, wir schicken hier insgesamt 6 darüber, um noch mehr Holz zu sammeln. Die kommen hier hin. Ja, das ist abgemaut. Er geht direkt auf Bogenschützen. Oder vielleicht macht er Man at Arms. Das kann auch sein. Ich glaube eher, es sind Man at Arms bei ihm. Okay, hier habe ich jetzt geschlafen, er hat aber aufgepasst, sehr schön. Oh, oder hier ist er noch offen. Ne, also nicht, alles klar. Ja, das sieht stark nach Man at Arms aus, nach Schwertkämpfern. Oh, aber er behält seine Milizen zu Hause, das ist für mich sehr gut. Okay, das hier war nicht gut gemauert von mir.
So, aber das hätte ich mir auch sparen können. Wir haben seinen Rush damit quasi passiv auch verteidigt. Also auch gegen Man-at-Arms ist es insofern ganz gut, weil man sich eben Zeit erkaufen kann. Diese Mauern, also dafür, dass ich so toll für diese Mauern mache, ist es schon zweifelhaft, muss ich sagen. Ja, das lässt er mich nicht. Hier wird er irgendwo reinkommen, von daher, ich ignoriere das erstmal. Und das Schöne ist, dass ich jetzt eine stärkere Wirtschaft dahinter habe als bei ihm. Das ist ein weiterer Vorteil quasi. So. Ich gehe sofort nach vorne, weil er wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst nur eine Schießanlage gebaut hat zur Verteidigung. Währenddessen möchte ich jetzt so viele Felder wie möglich bauen. So, Befiederung habe ich schon drauf. Also er kann jetzt noch bei den Bären ein bisschen Stunk machen. Ich glaube, ich schicke mal die nächsten beiden hier nochmal raus. Ja, da haben die Quick Walls nicht gesessen, schade. So, die mal auf stehen bleiben, dann kann ich hier so ein bisschen campen und mich währenddessen um die Basis zu Hause kümmern. Und nutze jetzt hier die Bogenschützen so ein bisschen zur Verteidigung. Produktion soll weitergehen, ich brauche noch ein Haus. So, das läuft also alles sehr gut hier. Ich habe noch nicht mal aufgepasst, aber ich habe die hier auf stehen bleiben gestellt. Daher konnte ich ihn jetzt ganz gut, oh, da ist eine Lücke. Aus dem Konzept bringen quasi. Da er. Oh, er hat schon sehr viele Felder. Schauen wir mal, ob er auf Gold ist. Hier ist er auf jeden Fall noch mit Dorfbewohnern. Ja, sieht schon sehr gut aus für mich, glaube ich. Ah, da ist eine Schießanlage, alles klar. Das war jetzt wieder nicht so gut, aber ich habe sehr viel wirtschaftlichen Schaden schon angerichtet. Und die können nach vorne, die Verstärkung. Oh, meine Produktion schläft, das soll natürlich nicht sein. Kann ich mal welche von Gold wieder abziehen, um das auszubalancieren. So, er hat mich hier aufgeräumt quasi. Ich sollte hier noch mauern eigentlich. Sonst überrennt er mich da von der Seite vielleicht sogar. Aber das tut ihm auf jeden Fall hier weh. Er macht Plankler hier zur Verteidigung. Ich klicke auf die Plankler drauf, um zu gucken, was die für Upgrades hat. Er hat keine Upgrades. Den Kollegen kriegen wir übrigens. Und wir kennen schon das Micro dagegen. Gegen andere Schützen. Ja, ich glaube, er hat sich ein bisschen überraschen lassen von den schnellen Bogenschützen quasi. Aber auch ich mache zu Hause meinen Makro nicht gut. So, ich campe hier weiterhin so ein bisschen. Fülle wieder mein Gold auf und dann mache ich mir meine Schubkarre. Die können wieder nach vorne. Wie viele Felder habe ich? Sind 16, genau. Ich gebe mir jetzt natürlich ein bisschen Zeit, noch Upgrades zu holen, aber ich will mich gerade lieber ein bisschen um meine Basis zu Hause kümmern, damit ich meinen Übergang auf die Ritterzeit ordentlich gestalten kann. Also, ich habe ihm, glaube ich, 3 Dorfbewohner getötet und ein paar von seinen Plänklern. Ja, mein Makro war nicht so gut bislang. Also, meine Produktion hat viel gepennt.
Oh, da habe ich auch wieder gepennt, bin reingelaufen. Er hat immer noch keine Upgrades darauf. Das wird ihn das Spiel kosten, glaube ich, dass er keine Upgrades auf seinen Plankton hat. Wir kriegen wieder einen Dorfwohner. Ich glaube, kann schon hochklicken. Ja, wunderbar. Es ist wieder nicht, ist keine gute Zeit geworden. Ich glaube, es wird 23 irgendwas. Es hätte besser sein können. Aber da er keine Upgrades hat, kann ich das easy einfach alles niederballern hier. Und jetzt muss er hier sein Holz abziehen. Jetzt wird er sein Gold auch abziehen, höchstwahrscheinlich. Für mich auch mein Upgrade. Er hat nur den einen auf Gold, okay. Also einerseits hat er mich natürlich überrascht, damit dass er kein Scoutrush gespielt hat. Das habe ich nicht gescoutet. Aber zum anderen hat er sich auch wieder von meinem Rush. Also ich dachte eigentlich, dass er darauf besser vorbereitet wäre, ehrlich gesagt. Weil das. Oh, was ist da los? Weil es eben eigentlich gescoutet hat. Also er hat meine frühe Kaserne gesehen. Ich tiger jetzt einfach die ganze Zeit um seine Basis und kill ihn mit Aufbohren. Also ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er aufgibt, wenn ich in der Ritterzeit bin. Das ist extrem gut für mich gelaufen, auch wenn es natürlich insgesamt nicht perfekt von mir war. Oh, da kommt sein Stall schon. Vielleicht ist er schon auf dem Weg in die Ritterzeit. Dann nehme ich das alles zurück, wenn er den Stall schon hat. Und er hat ja sehr viele Felder schnell gebaut. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass er noch wartet, bis er in der Ritterzeit ist und es ein bisschen mit seinen Rittern versucht. Das erscheint mir plausibler. So, der ist hier fertig. So, hole ich mir natürlich meine Upgrades für mein. Oh, oi, 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 guten Tag. Oh, ja, 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 das tut weh. Das tut sehr weh für ihn. Das tut extrem weh. Dann gehe ich mal hier die Verfolgung an, nehme die Jungs hier und gehe mit denen rüber. Upgrades sollen reinkommen. Ich habe extrem viel Holz. Das heißt, ich hole mir auch direkt meine Dorfzentren. Das heißt, ich mache mir ein Dorfzentrum. Und mit dem elastischen Holz gehe ich nach vorne, wir kennen es schon, und baue da eine Waffenschmiede. Trotzdem immer noch sehr viel Holz. Ich baue dann mal einen Marktplatz. So, die Dorfwohner habe ich leider nicht bekommen. Die sind irgendwie entkommen, aber er hat, also ich glaube, er hat schon so viel wirtschaftlichen Schaden genommen, dass es nicht mehr relevant ist, ehrlich gesagt. Das hat schon, also dass ich die hier noch erwischt habe, das hat, glaube ich, so ein bisschen den Todesstoß auch gegeben. Aber muss ihm auf jeden Fall auch lassen, dass er natürlich nicht aufsteckt, sondern erstmal hier weitermacht. Ich hätte, also an seiner Stelle auf jeden Fall, glaube ich, nicht unbedingt weitergespielt an der Stelle. Einfach weil es schwer ist, hier wiederzukommen oder fast unmöglich eigentlich. So, hier ein bisschen was verkaufen. Kann ich mir auch meine Uni schon holen. Oh, ja, 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 ja. Immer wieder das gleiche gerade. Läuft immer wieder in die Jungs hier rein, ja. GG. Ja, es war kurz und brutal, tatsächlich. Insgesamt. Okay, also die Strategie ist wirklich, also wie gesagt, Man-at-Arms und Milizen ähneln sich, die Eröffnung, aber wir haben gesehen, dass der Drush natürlich der schnellere ist. Also meine Eröffnung ist seiner in der Geschwindigkeit überlegen. Also ich habe die Initiative zu ihm getragen. Und konnte so mir insgesamt zu Hause ein bisschen mehr Zeit mit allem lassen und es war alles ein bisschen sicherer. Wir gucken jetzt aber gleich in der Analyse, warum es schiefer gegangen ist, als hätte schief gehen müssen. Also wie gesagt, er hat jetzt eher nicht schlecht gespielt. Und es ist ja nicht so, dass die Strategie, die ich gespielt habe, hier die allerkrasseste der Welt sei, die auf jeden Fall das Spiel gewinnt. Das war es nicht. Wir gucken gleich auf die konkreteren Gründe, warum das Spiel insgesamt relativ einseitig ausgefallen ist. Aber ein oder zwei Faktoren kann ich natürlich jetzt schon sagen, einmal, dass ich ihn hier zweimal entdeckt habe, wie er versucht hier heimlich Holz zu nehmen quasi. Es ist einfach unglücklich. Ich hätte mit dem Bogenschützen, also das normale Vorgehen mit dem Bogenschützen in seiner Basis wäre eigentlich gewesen, hier zu bleiben und hier immer so ein bisschen zu kreisen, ihn von dem Holz, Gold und Farben so ein bisschen fernzuhalten. Da ich aber zu Hause was machen wollte, mich da so ein bisschen konzentrieren wollte, habe ich die so zur Seite geschickt, einfach um so ein bisschen außer potenzieller Gefahr zu halten und bin genau in diese Arbeit eben reingelaufen. Das ist unglücklich. Und der zweite Faktor ist, und das habe ich, glaube ich, im Spiel ja auch so gesagt, dass er sich keine Upgrades für seine Plankler geholt hat oder sich nicht leisten konnte. Eins von beidem. Das werden wir gleich im Replay sehen.
Auf jeden Fall, das sind zwei Faktoren, die auf jeden Fall für ihn das extrem schwierig gemacht haben. Einmal kein Upgrade, das zweite Mal, ich habe seine geflohenen Dorfbewohner erwischt. Aber ich finde, also dafür, dass es, das war jetzt das erste Spiel in diesem Bereich, wo ich wirklich quasi volles Rohr spiele. Nur mit anderen, noch nicht mit allen Strategien, aber mit schon den meisten Strategien jetzt, wie gesagt. So, wir gucken mal kurz. Ja, also das war auch von mir nicht so richtig gut. Bei ihm ist es verständlich, weil er Dorfbewohner verloren hat. Bei mir gibt es eigentlich keine Entschuldigung oder Erklärung, warum ich nicht unter 22 Minuten oder so, bei knapp 22 Minuten in der Ritterzeit hätte sein können. Es lag, wie gesagt. Oder ich merke übrigens gerade, dass ich wieder extrem schnell spreche. Tut mir leid. Ich versuche mal ein bisschen langsamer zu reden. Es hätten einfach mehr Farmen schneller da sein müssen. Das war mein Fehler zu Hause. Dadurch habe ich weniger Nahrung gehabt, als ich zu einem Zeitpunkt schon hätte haben können. Dadurch bin ich später dran gewesen. Das ist die ganz einfache Erklärung. Das hatte ich ein paar Mal schon, auch auf den niedrigeren Leveln. Das wird mir auch immer wieder passieren. Denn ich denke zwar, dass Makro insgesamt vielleicht doch so das ist, wo ich noch am besten bin, also der Spielbereich, der mir am ehesten liegt. Aber da mache ich trotzdem immer wieder Fehler. Große Fehler auch teilweise. Also. Ja gut, da habe ich. Ja. Vielleicht habe ich auch meine Produktion gepennt und er hat es besser gemacht. Also ich hätte eine größere Diskrepanz bei der maximalen Bevölkerung erwartet. Weil ich auch einiges getötet habe, aber. Naja, schauen wir jetzt mal. Also, wir analysieren das gleich. Ich guck mal ganz kurz, ob er sich gemeldet hat bei mir. Hat er nicht? Okay. Ja, ich habe ihm natürlich gesagt, dass die Analyse erstmal kommt. Kurz mal gucken. Ja, alles gut. Aber dadurch, dass die Partie jetzt vergleichsweise kurz war, können wir uns auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, warum es eben schiefgelaufen ist oder warum es einseitig wirkte, sage ich mal. Also bei mir war nicht alles perfekt natürlich, aber wir wollen eher gucken, was bei ihm so los war. Franken natürlich super starkes Volk, aber übrigens, dass er hier auf Man at Arms geht, ist auf keinen Fall ein Fehler. Mit den Franken kann man jede Strategie spielen. Es ist wirklich kein Fehler, dass er hier nicht auf Scouts geht. Ich habe es nur erwartet und mein Scouting war nicht so gut. Vor allem war mein Scouting deshalb nicht gut, weil ich mit meinem Scout in sein Dorfzentrum reingerannt bin, während ich sonst was in meiner Basis gemacht habe, sodass ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber auch das ist das Schöne am Drush, der ist gegen eigentlich keine Strategie so richtig schlecht. Also der Drush Flush, den ich hier gespielt habe, also Milizen auf Bogenschützen. Er scoutet sehr gut, hat mit seinen Schafen seine ganze Front gescoutet, hat mit seinem Scout diese linke Seite einmal umrundet, hat schon gesehen, wo er sich abmauern kann. Er hat seine Wildschweine gefunden, alle Schafe. Wunderbar gescoutet von ihm. Wo ist der Score aus? Und jetzt geht er jetzt schon, bei Minute 3 übrigens. Na, jetzt geht er schon zu mir. Und womit? Mit Recht. er hat wirklich gut gescoutet, wenn wir es mal vergleichen mit mir. Es ist von der Fläche her ähnlich natürlich. Aber ich habe zum Beispiel diesen Part meiner Karte, wo ich der potenziell mauern muss, noch gar nicht abgedeckt. Und bei ihm haben wir, er weiß schon, wo er überall seine Mauer setzen muss. Er hat diesen Wald zu Genüge erkundet, beziehungsweise den Part könnte man theoretisch natürlich noch mit reinnehmen, aber bei ihm, die Erkundung ist effizienter ausgefallen. Und deshalb hat er jetzt schon Zeit, bei Minute 3 zu mir rüber zu laufen und dann wirklich alles im Blick zu haben quasi. Das ist also sehr gut für ihn. Auch das Timing von seinem Schwein, sehr, sehr stark. Genauso muss es sein. Perfekt. Aber das können wir auf dem Level natürlich auch erwarten. Was mir jetzt nicht gefällt, ist die Platzierung der Häuser hier. Darauf habe ich im Spiel gar nicht so richtig geachtet. Vielleicht macht er das gerade, kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach... Oder? Ich guck mal ganz kurz. Nee. Kann ich mir nicht so richtig... Vielleicht hat er einfach zu spät auf das, halt das Haus im Kopf gehabt und ist daher erst quasi panikmäßig so eine Pampa gebaut. Aber das sehen wir bei mir auch immer wieder. Ich platziere meine Häuser ja schon mal so, dass sie potenziell später zu meiner Mauer gehören können. Deshalb habe ich die hier so draußen in das Stein quasi integriert, um hier so eine kleine Abmauerung, Abwallung, eine kleine Mauer aus Häusern eben zu bauen. Bei ihm, das hier wird ihm absolut nicht helfen. Vor allem finde ich es immer persönlich sehr gut, wenn man die Häuser, also wenn es nicht zu weit weg ist, ne? Also wenn es realistisch ist, dass man die Häuser dann auch vielleicht schon so baut, dass man Ressourcen schützen kann. Bei ihm bieten sich auf jeden Fall die Bären als Angriffsziel für mich an, das weiß er sicherlich auch. Er hat eigentlich diesen Hügel gescoutet, ja, das weiß er auch. Also er müsste aus seinem sehr guten Scouting auch bereits den Schluss ziehen können, dass seine Bären potenziell in Gefahr sein können später. Deshalb würde ich damit schon anfangen, die Häuser hier zu bauen und dann hier so in dem Halbkreis die Mauer anzufangen. Dass die starken Gebäude, also auch zum Beispiel seine Militärgebäude,
dann hier stehen und die Häuser, sodass dieser Bereich ein bisschen geschützter wird. Was er durch Palisaden halt nicht ganz so gut leisten kann. Das finde ich nicht okay. Bislang fand ich, hat er besser gespielt als ich. Das hier ist für mich sein erster Fehler. Gucken wir weiter. Kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht mit 5 Dorfbrunnen auf Bären war. Kann man mit den Franken sehr gut machen. Ob sein Boar-Timing oder Wildschwein-Timing genauso gut ist wie das erste. Ich denke aber schon. Ja, sieht gut aus. Die sind auch sehr, sehr nah bei ihm dran. Von daher macht er genau richtig. So, und er hat ja alles schon gescoutet. Vielleicht habe ich es auch falsch. Er hat, glaube ich, meine Kaserne gesehen. Ich bin mir da sehr sicher. Im Übrigen, ich glaube, der Drush Flush, also die Strategie, die ich gespielt habe, Milizen auf Bogenschützen und potenziell kann man ja auch Plankler noch machen, ist die einzige Strategie, zu der ich nie ein Tutorial gemacht habe, glaube ich. Aber wenn das so sein sollte, also es kommt auf jeden Fall noch, ich mache ja noch die Definitive Edition Tutorials. Da hat er sehr gut aufgepasst und ich nicht, kriegt er meinen Scout. Das ist sehr, sehr gut für ihn, sehr, sehr schlecht für mich. Also mein Drush wäre mit dem Scout deutlich stärker gewesen. Hat er es tatsächlich doch nicht gesehen? Ich war mir so sicher, dass er das gesehen hat. Knapp vorbeigelaufen. Das ist ärgerlich. Ich war mir so sicher, dass er das gesehen haben muss. Bei Malian rechnet er aber eventuell. Ah, er hat es echt nicht gesehen. Krass. Okay, dann muss ich einige Kritik zurücknehmen, die ich im Spiel geäußert habe. Ich war mir 100% sicher, dass er das gesehen haben muss. Die beste Strategie meines Erachtens mit dem Malian ist nicht der Rush, den ich gespielt habe, sondern der Rush, den er gespielt hat. Also der Man-at-Arms-Rush ist meines Erachtens nach die beste Strategie mit den Malien in den meisten Situationen. Weil die auf ihren Schwertkämpfern, sobald sie die Verreißer erreichen, einen Fernkampfpanzer bekommen. Dadurch kann man die Schwertkämpfer schlechter mit Fernkämpfern kontern, natürlich. Also mit Bogenschützen, die normalerweise halt der offensichtliche Konter sind. Dadurch werden die unfassbar nervig. Außerdem kriegen sie eben diese ganzen Boni, die mir jetzt bei meiner Strategie auch geholfen haben, aber auch beim Schwertkämpfer-Rush eben sehr nützlich sind, dass ich eben mein Gold-Upgrade sofort umsonst bekomme und alle meine Gebäude weniger Holz kosten. Das ist bei Man-at-Arms aber noch ein bisschen nützlicher, weil die Strategie insgesamt einfach ein bisschen kostenintensiver ist, ein bisschen tighter, wie man so schön sagt. Der Drush, den ich gespielt habe, der gibt einem, zwei Dorfbewohner mehr. Also man kriegt zwei Dorfbewohner später erst in die Vorderzeit. Dadurch hat man einfach eine grundsätzlich stärkere Wirtschaft, ist ja ganz klar. Und da ist es dann, das ist einfach nicht so fragil wie beim Schwertkämpfer-Rush. So, er klickt jetzt hier in die nächste Zeit. Hat er auch alles, soweit ich weiß, soweit ich gesehen habe, immer ohne Leerlauf gehabt. Ich glaube, er hat, 5 Sekunden über dem rechnerischen Ideal hat er gelegen mit seiner Föderalzeit. Und bei mir war es, glaube ich, auch so 10, 20 Sekunden. Aber wir schauen mal. Jetzt müsste er es wissen. Beziehungsweise nein, eigentlich nicht. Also eigentlich, weil meine Milizen schon auf dem Weg sind, glaube ich, ne? Genau, die sind schon auf dem Weg. Ansonsten, was man ja gerne auch macht, oder was ich gerne auch mache, ist, wenn man den, beziehungsweise habe ich in dem Spiel ja auch gemacht, als ich die Milizen ausgebildet habe, dass man Rechtsklick auf sein Militärgebäude macht, sodass die Einheiten im Gebäude spawnen und dann da einquartiert sind. Man kann da normalerweise nicht in einer Kaserne einquartieren, aber man kann ihn hier reinproduzieren. Man kann da bis zu 10 Einheiten drin spawnen. Und auch bei den Man-at-Arms, das habe ich in meinem Tutorial, glaube ich, auch so gemacht, zu den Man-at-Arms, falls euch das interessiert, habe ich viel Herzblut reingesteckt, schon zu hören. Da habe ich es, glaube ich, auch so gemacht. Auf jeden Fall ist es relativ üblich, das bei den Man-at-Arms zu machen, damit die Milizen eben erst loslaufen können, wenn man schon auf dem Weg in die Feuerzeit ist und dann auf dem Weg quasi, kurz bevor sie beim Gegner sind, dann zu Schwertkämpfern werden. Also es ist auf jeden Fall Usus, die da rein zu produzieren oder zumindest in der Nähe zu halten. Das heißt, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass er hier mit dem Scout vorbeiläuft, meine Kaserne sieht, aber keine Flagge da dran und auch keine Milizen in der Nähe und denkt so, okay, Man-at-Arms-Rush. Das spiele ich nämlich auch gerade. Und bei mir kommen die Milizen gerade erst raus. Wenn wir also dasselbe spielen, kann ich ja bei mir gucken, in welchem Stadium sich mein Gegner eigentlich befinden sollte. Von daher, keine Gefahr. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das sein Gedankengang war. Und ist auch komplett logisch, wenn das seiner war. Also es wäre meiner wahrscheinlich gewesen, wenn ich diese Scouting-Information gehabt hätte. Das ist ein bisschen unglücklich, weil ansonsten, finde ich, hat er sehr gut und sehr aktiv gescoutet. Übrigens auch die 5 hier auf Bären finde ich gut. Kann man mit den Franken auf jeden Fall machen. Gute Idee. Ja, und jetzt ist halt das Problem, dass er das nicht gesehen hat. Ich glaube, dass der Drush insgesamt gar nicht mal das große Problem war. Ich glaube, ich habe mit dem gar keinen Dorfwohner-Kill bekommen. Aber schauen wir jetzt mal. Er sieht das, also er reagiert sehr, sehr schnell darauf. Ich vertreibe ihn jetzt hier von den Bären.
Genau, als einen Dorfbewohner habe ich nicht getötet, weil er eben genau das Richtige macht. Er macht die Quick Walls. Meine Pre-Walls übrigens wieder eine komplette Katastrophe gewesen. Also dafür, dass ich das in der Tutorial hier immer zeige, finde ich das sehr schlecht von mir. Ich habe zwar keinen Dorfbewohner getötet, aber ich habe trotzdem wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Ich habe ihn von den Meeren vertrieben und irgendwie ist da was schiefgegangen beim Zurück zur Arbeit schicken. Jedenfalls sind die gerade alle untätig. Das heißt, er verliert gerade die Arbeitskraft dieser ganzen Dorfbewohner. Das ist für mich sehr, sehr gut. Und er muss halt überall seine Aufmerksamkeit anwenden, um diese schnellen Mauern hochzuziehen. Die er im Übrigen alle korrekt und schnell und sauber gemacht hat. Also da auf keinen Fall die Kritik. Ich will nur erklären, warum mir das so viel bringt hier. Und der zweite große Faktor, und da kann er auch überlegen, dass er es vielleicht anders macht, aber ist nicht so schlimm, wie er es gemacht hat. Er würde das ja gleich seine Milizen zur Verteidigung benutzen, um meine Milizen abzufangen oder zu kontern in einem gewissen Maße. Und was er hätte auch machen können, ist mit seinen Milizen nach vorne laufen zum Gegenangriff. Weil das, was er macht, das spielt mir ein bisschen in die Karten natürlich, weil ich, wie gesagt, die etwas langsamere Strategie gespielt habe, die mir aber mehr Wirtschaft eben bringt, wenn ich dafür nicht bestraft werde. Und auf die, das heißt, er muss mehr investieren, er hat die intensivere Strategie, die schwierigere Strategie, die teurere Strategie. Und wenn wir einfach unsere Milizen abtauschen, ist das für mich schon vollkommen okay. Dann habe ich seinen Mid-Arms-Rush seinen Schwertkämpfer-Rush so weit verzögert, dass er mir damit nichts mehr tun kann, weil ich meine Bogenschützen auf jeden Fall bereit haben werde. Ich hoffe, das war klar. Und hier sehe ich gerade, hätte ich vielleicht sogar noch auf die Palisade gehen können. Ja, nee, da ist er einfach zu wach. Auch hier, das hat er sehr schön gesehen, dass ich hier versuche, hier reinzulaufen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich mit den Milizen nicht super aktiv war. Ne? Ich habe da auch viel noch nach Hause geschwenkt. Einer der Gründe, warum ich natürlich diese Strategie jetzt erst zeige, ist, dass ich sie für intensiv halte und für schwierig halte. Und ihr habt auch gesehen, dass ich sehr schnell spielen musste, damit es funktioniert hat. Und trotzdem sehen wir auch noch, trotz der Geschwindigkeit, die ich da an den Tag gelegt habe auch, dass ich hier inaktiv bleibe mit der Armee teilweise, weil ich einfach nicht die Aufmerksamkeitsspanne habe, alles gleichzeitig zu tun. Und das ist für diese Strategie wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das einigermaßen auf die Kette kriegt. Deshalb würde ich es auf jeden Fall auf niedrigere Elo nicht empfehlen. Denke ich, dass Rush Flush einfach ist nicht einfach generell zu schwer ist, wahrscheinlich. Heißt nicht, dass ihr es nicht spielen solltet. Also wenn ihr das spielen wollt, kein Problem, macht es auf jeden Fall, wenn ihr Bock darauf habt. Ist eine starke Strategie. Aber wundert euch nicht, wenn ihr damit Probleme habt, weil die Fundamentalen, die Basissachen auf jeden Fall gut sitzen müssen, damit das gut funktioniert. Bei ihm vermisse ich so ein bisschen die Felder, aber schauen wir mal. Er ist ja Frankes. Jetzt kommen. Ich nehme das zurück. Er ist Franke, genau. Erstmal hat er 5 auf Bären gehabt, um die Nahrung zu kompensieren. Und er hat auf die Feudalzeit gewartet, da er dort natürlich sein Feld-Upgrade umsonst bekommt. Das ist also, ist clever, hat er genau richtig gemacht. Ich nehme alles zurück. Was ich auch gut finde, ist, dass er das Schwertkämpfer-Upgrade nicht macht. Das lohnt sich für ihn nicht mehr, wenn er hier defensiv kämpft. Weil wenn er dann eben mit seinen Leuten bei mir ankommt, dann ist das Timing quasi schon vorbei, in dem die Schwertkämpfer wirklich effektiv gewesen wären. Hier gewinnt er natürlich den Kampf, ist mit dem Scout gerade inaktiv, aber er war halt größtenteils in Überzahl. So, und von meinem Timing her weiß ich übrigens, dass es kein Josh Fastcastle ist. Die Strategie habe ich ja auch schon gesehen. Gegen mich gespielt. 2-mal, glaube ich. In dieser Reihe. Dann wäre ich halt schon abgemauert, aber dann hätte ich auf jeden Fall deutlich später erst die Vorteilzeit erreicht. Von daher kann er von meiner Abzeit her schließen, dass es einfach ein Josh Flush ist. Und mit der Strategie sollte er wahrscheinlich auch geläufig sein, damit sollte er vertraut sein. Die Frage, was ist sein Follow-up? Also was ist der nächste Schritt? Aktuell hat er erstmal hier 6 Farmen gebaut, ist die wirtschaftlichere Variante erstmal. Er hat auch direkt auf 2 Holzverlage gespielt, das ist alles. Die Variante, wo er erstmal noch nicht weiter auf Militär geht und eben wirtschaftlicher aufgestellt ist. Gucken wir mal, also das hier, da habe ich ja so ein bisschen mit gehadert, dass ich diese Lücke gelassen habe, aber es war ja alles hier zugemauert, von daher nicht so schlimm. Okay. Er sieht mein Militärgebäude. Also jetzt weiß er zu 100%, oder sagen wir zu 95%, weil ich könnte ja auch theoretisch Plank da spielen, aber es würde in der Situation keinen Sinn ergeben. Also er weiß eigentlich zu 95%, ich spiele nach den Milizen einen Wald- und Wiesen-Bogenschützen-Rush. Das heißt, in den nächsten 2-3 Minuten steht bei ihm Bogenschützen vor der Tür. Bislang hat er sich gut um seine Wirtschaft gekümmert. Er hat schon 10 Felder, bei mir sind es gerade mal 3. Das heißt, er ist wirklich sehr gut aufgestellt für die nächste Zeit schon.
Frage ist, wie will er das überleben dahin? Er mauert sich nicht ab aktuell und er baut kein Militärgebäude. Weil er weiß, dass ich schon ein Militärgebäude habe, kann sie vermuten, dass ich zwei habe, weil das bei dieser Strategie sehr üblich ist. Aber er baut erstmal weiter Felder. Halte ich für zu greedy, wie der Amerikaner sagt. Also es ist ein wenig zu gierig, wenn man das frei übersetzt. Natürlich hat er damit eine sehr starke Wirtschaft, also Stand jetzt ist seine Wirtschaft besser als meine. Er hat sogar einen Dorfbewohner mehr, weil ich irgendwo gepennt habe. Aber die Frage ist, kann er das auch effektiv umsetzen? Jetzt fängt er hier an zu mauern. Die Mauern hier unten gefallen mir nicht, da hätte ich den Wald einfach nur mit reingenommen. Glaube, also ich denke, das wäre besser gewesen. Oder wenn er es ganz schnell zumachen will, dann vielleicht auch ganz eng hier unten. Ja, es ist nicht so schlimm, aber mir gefällt das nicht so 100%, muss ich sagen. Ich hätte den Wald persönlich halt noch mitgenommen. Und das hier ist, glaube ich, auch offen, ne? Ja. Und mit denen, ich glaube, also das hätte ich halt quickwallen müssen eigentlich. Da hatte ich mehr als genug Zeit, weil er auch einen Fehler übrigens macht. Er hat die gruppiert, er sollte eigentlich den Speer individuell bewegen. Dann kann er auch mehr scouten, also wenn man die zusammen bewegt, dann bewegt sich der Scout ja auf der Geschwindigkeit wie dieselben Geschwindigkeit wie die Milizsoldaten und die sind halt langsamer. So, kriegt er den hier eigentlich? Ich glaube nämlich nicht. Ja, vielleicht hätte er darauf auch committen können, aber es nicht. Also, ja, es ist halt abgewehrt von mir. Ich habe meine Bogenschützen schon da reichen die zwei. Und aller spätestens jetzt weiß er, dass ich Bogenschütze auf dem Feld habe, dass sie bereits das Reichweiten-Upgrade haben. Na gut, ist schon zu spät, die stehen schon in der Basis, aber ja. Wir haben die Minute 14. Er hat bislang kein Militärgebäude gebaut, um gegen meinen Militär was zu machen. Diese Mauern, und das muss er wissen, sind nie im Leben rechtzeitig fertig, bevor meine Bogenschützen ankommen. Also, das ist auf jeden Fall sein fundamentaler Fehler, den ich aus meiner Perspektive im Spiel so nicht sehen konnte. Er hat einfach unterschätzt, dass von mir noch was kommen wird. Und wenn er wirklich jetzt auf so eine Semi-Fast Castle, was man auf jeden Fall auch machen kann mit Man-at-Arms, hinzielt, dann muss er seine Basis schneller zumachen. Das geht so absolut in die Hose und wir sehen, ja, also wir haben gesehen, wie das dann aussieht. Hier hat er natürlich dann auch nicht unbedingt die Aufmerksamkeitsspanne, um noch super zu Micron. Und die beiden sind sehr angeschlagen. Die Bogenschützen ballern das schön weg hier. Habe ich keinen Dorfwohner verloren. Trotzdem ist er zwei Dorfwohner vorne. Allein dadurch, dass ich in der Produktion gepennt habe. Glaube ich. Oder? Hat er einen Dorfwohner getötet? Er hat vier Kills. Nee, das ist mein Scout und die drei Milizen. Es ist bis jetzt kein Dorfwohner gestorben. Er hat besser gemackert als ich. Er hat besser seine Dorfwohner-Produktion aufrechterhalten. Dadurch ist er zwei Dorfwohner vorne. Hier auch aufgepasst mit dem Dorfzentrum. Jetzt baut er halt erst die Panikschießanlage. So, und jetzt haben wir den Salat. Ein Dorfwohner schon mal tot. Ich glaube, ich bekomme auch nur den einen, weil ich jetzt so nah ins Dorfzentrum gelaufen bin. Oder kriege ich den hier noch? Komme ich den echt nicht? Komm schon. Oh Mann. Okay. So, jetzt sind wir gleich auf, was Dorfwohner angeht. Aber er hat jetzt hier panikmäßig halt dieses Ding schnell hochgezogen. Und er hat kein Holz, einfach weil ich ihn hier vertrieben habe. Es sind insgesamt 8 Dorfwohner untätig, um die er sich jetzt kümmern muss. Also die Anzahl an Aufgaben, die er jetzt hier hat, sind sehr viele. Übrigens hier immer noch offen und hier immer noch offen. Was er dringend braucht, wäre halt die Schmiede. Und ich weiß auch, warum er kein Holz hat gerade. Er hat schon die Schubkarre hier drin. Er spult gerade so ein bisschen seine Build-Order durch, ohne die Faktoren des Spiels so wirklich mit einzubeziehen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, dass er vielleicht im Kopf hat so, also ich unterstelle ihm das jetzt, ich weiß nicht, ob das so ist. Er hat 15 Farmen, dann kann ich die Schubkarre machen, danach geht es in die Ritterzeit. Ist wahrscheinlich auch nicht grundsätzlich falsch, aber er hat halt eben gerade Dorfbewohner verloren und Arbeitszeit verloren. Und er weiß, dass diese 4, oder was das waren, Bogenschützen nicht allein auf dem Feld sind, da kommen noch welche. Das muss er wissen. Deshalb auf jeden Fall die Schubkarre rausnehmen und so schnell es geht die Schmiede machen und dann auch so schnell es geht entweder das Defensiv-Upgrade oder das Reichweiten-Upgrade für die Plänkler. Sonst passiert eben genau das, was wir gleich sehen. Ohne Upgrades gegen eine Überzahl an Bogenschützen konnte ein Plänkler die leider nicht. Dafür sind Bogenschützen einfach zu gut. Haben eine sehr hohe Feuerfrequenz, keine Mindestreichweite und sind schnell unterwegs. Bogenschützen sind eine tolle Einheit. So, wollen wir weiter. Da kommen schon die nächsten. Jetzt haben wir hier gerade 13 neue Militär, was sind nur 6 davon natürlich in der Basis. Einen Dorfwohner habe ich mir jetzt noch gesnackt.
Jetzt macht er seine Schubkarre, das ist 3 Dorfwohner wert, wenn das fertig ist, da kommt nur um abzurechnen, wie dann der Dorfwohnerstand effektiv aussieht an der Stelle. Er versucht hier aber natürlich noch ein bisschen auszuweichen mit seinen Plankern, aber hier bin ich glaube ich auch wieder einem Schuss entkommen. Ja. Also es ist auch, vor allem muss er hier, oder muss er nicht, aber macht er so, er kämpft hier mit Unterzahl immer, ne? Also wenn er, sag ich mal, mit 4 gegen 6 gekämpft hätte, wäre es noch eine andere Geschichte gewesen, aber er hat halt die sind alle einzeln gegen den Bulk angetreten, sag ich mal. Und es fehlt halt immer noch die Schmiede, also die müsste sehr, sehr viel schneller kommen. Und wenn diese Baupläne hier gecancelt werden müssen, um das Holz zurückzukriegen, also schnell die Schmiede, um die Upgrades zu machen. Das habe ich, glaube ich, auch im letzten Elo-Bereich, in einem der letzten beiden Spiele gehabt, da habe ich auch Bogenschützen gespielt, der Gegner hat auch Plänkler zur Verteidigung gemacht und auch keine Upgrades gehabt. Und wir haben das Ergebnis da gesehen, das Ergebnis hier gesehen, dann muss, also das funktioniert nur dann, wenn die gleichen Anzahl sind. Also wenn man mit 2 Plänkler gegen 2 Bogenschützen spielt und die 2 Bogenschützen haben Befiederung, dann ist es noch okay, aber so nicht. Ich überlege gerade, also eigentlich, wenn ich in seiner Perspektive jetzt hier bin und das Spiel übernehmen muss, ich sehe nicht so direkt, wie er hier rauskommen kann, aktuell, muss ich sagen. Er könnte versuchen, hier noch schnell ein bisschen zu mauern, also eigentlich nur hier, damit ich nicht hier rumlaufen kann. Und vielleicht, also ich würde auf jeden Fall, die Mauer nicht, vorne kriegt er auf jeden Fall nicht fertig gebaut, einfach, da läuft er meine Verstärkung auch rein, das muss er ihm bewusst sein. Und dann vielleicht hier zum Kartenrand eher mauern. Und das hier zumachen. Dann hat er diesen Bereich hier quasi, diesen hinteren Bereich, abgeschirmt. Und der einzige Weg für mich, da hinten hinzukommen, wäre halt durch das Dorfzentrum. Das kann ich mit Bogenschützen nicht machen, dann werden die abgeballert. Das hat er hier auch sehr aufmerksam einmal gemacht mit dem Einquartieren. Dann gibt er mir im Prinzip diesen Bereich seiner Basis, aber das ist nicht so schlimm. Er hat hier noch Holz und er hat hier sein Gold. Also er könnte damit auf jeden Fall in die Ritterzeit kommen, ohne hier die Hälfte seiner Wirtschaft zu verlieren. Also das wäre so der einzige Schritt, der mir jetzt spontan einfällt. Aber was heißt spontan? Ich habe jetzt hier gerade diesen Luxus, das Spiel anhalten zu können und im Nachhinein darüber nachzudenken. Es ist vollkommen verständlich, wenn man auf sowas im Game nicht direkt kommt. Und ich will auch nicht behaupten, dass mir das im Spiel in seiner Situation hier eingefallen wäre. Es wäre vielleicht sogar schon eine Situation, in der ich das Handtuch werfe. Ich bin aber auch grundsätzlich einer, der sich ein bisschen tilten lässt und dann vielleicht auch mal verfrüht das Handtuch wirft. So, das mit dem Bären ist jetzt gar nicht mehr so schlimm, da ist halt nicht mehr so viel drauf. Jetzt kommt der Stall. Ah, es muss die Schmiede kommen, auf jeden Fall. Ohne Schmiede geht das hier nicht. Ah, er merkt halt auch, dass er nicht hochklicken kann, weil eben das zweite Gebäude fehlt. Und mal weiter. Nee, noch nicht ganz. Ja, noch nicht ganz. Jetzt ist bei mir die Schubkarre fertig, jetzt können wir vergleichen. Ich bin jetzt 5 Dorfwohner vorne. Er war zwischendurch 2 vorne, das heißt, er hatte einen Vorteil, er hat insgesamt quasi 7 Abstand verloren, den er, der nicht hätte sein müssen, sagen wir mal so. So, und da hier halt nichts sicher ist und ja, wir haben es dann im Spiel gesehen, es ist an der Situation, gibt es keinen richtigen Rückzugsort mehr für ihn. Er ist jetzt zwar auf dem Weg in die Ritterzeit, aber damit kann er dann auch nicht allzu viel anfangen. Er hat jetzt nochmal einen weiteren Boden hier verloren. Oh, ja. Die konnte er leider nicht mehr bauen. Da war ich eben im Weg. Es hat er halt einfach 0 auf Holz. Das ist wirklich fatal. Und anscheinend möchte er ja auch nicht unbedingt weiter auf Plänkler gehen, sondern hat sich halt entschieden, den Stall zu machen und dann mit Rittern dagegen vorzugehen. Aber auch die kommen ohne Upgrades nicht gegen den Pulk von Bogenschützen klar. Da hätte er mindestens halt das Defensiv-Upgrade dann gebraucht. Insgesamt gefällt es mir ganz gut, wie er Dorfbohner und auch Militär wegzieht. Das hier, ja, also ist keine falsche Entscheidung, auf gar keinen Fall. Ist halt für ihn, wie im Spiel auch gesagt, dann unglücklich gelaufen, dass ich das früh gesehen habe. Aber eigentlich in der Situation, in der er das hier macht oder machen muss, ist das Spiel schon vorbei. Also ich würde dann sagen an der Stelle, auch wenn er nicht gegen einen Spieler mit was irgendwie knapp 200 Elo mehr als er spielen müsste, wäre das an der Stelle, glaube ich, unrealistisch noch zu gewinnen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht schlimm, wenn man halt ein bisschen länger nochmal versucht einfach. Ja, das ist ja halt jetzt so totale Desaster und ja.
Gibt für ihn hier nichts mehr zu holen, ganz klar. Muss man, glaube ich, jetzt auch nicht zu Ende angucken. Aber ich finde, wir haben auch viele Sachen gesehen oder ich konnte hier viele Sachen herausstellen, die bei ihm sehr gut funktioniert haben, wo vielleicht auch der ein oder andere den Unterschied nochmal zu der vorigen Elo raussehen kann. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass wenn nochmal vielleicht eine etwas aktivere Strategie gespielt wird, dass da einiges bei rumkommen kann. Dieser Drush hat nicht allzu viel angerichtet, also er hat nichts getötet zum Beispiel, aber er hat mir trotzdem viel Zeit und viel Informationen eben erkauft, sodass ich von seinem Rush komplett unberührt war und mich in Ruhe auf meine Follow-up, auf meine Bogenschützen konzentrieren konnte. Aber letztendlich, also seine passive Spielweise haben ihn mehr das Spiel gekostet als alles andere, denke ich jetzt hier im Nachhinein betrachtet. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und auch geholfen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.